Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Kickstarter. Ja, Dead Reckoning hier von AEG. Also direkt nach der Berlin Brettspielcon, eigentlich schon ja fast direkt danach. Also es ist, glaube ich, jetzt Mittwoch, genau, Mittwoch, als ich es aufnehme. Und da hat der Postbote dreimal geklingelt. Also ich nenne das wahrscheinlich jetzt auch, wenn der Kickstarter dreimal klingelt, obwohl es gilt natürlich nicht nur für Kickstarter, es gilt auch für Gamefound oder Spieleschmiede oder sonstige Sachen, wo man irgendwas unterstützt und nach einem Jahr oder anderthalb Jahren dann mal was kommt. Und hier ist es genau das, was es war. Ich habe es eigentlich abgeschrieben, und meine Freundin hat es für mich gebackt. Ich glaube, es war ein Weihnachtsgeschenk. Ich kann es wirklich nicht mal mehr sagen, aber ich glaube schon. Und ich habe jetzt schon einmal hier in die Erweiterung reingeguckt. Die habe ich schon aufgemacht. Die werden wir uns nachher nochmal anschauen. Ich wollte aber mit euch zusammen das Grundspiel öffnen. Ich habe schon, wie gesagt, schon lange, lange nicht mehr dran gedacht. Und ich wusste auch gar nicht, wie es richtig heißt. Das Ganze ist von dem guten John D. Clare, der halt wirklich dieses Patent darauf gemacht hat. Ich glaube, es war ein Patent. Schlag mich nicht tot, wenn es das Falsche war, aber ich glaube, er hat ein Patent draufgesetzt, und zwar auf das Card Crafting System. Das macht nur er, ja, also da gibt es noch andere wie Mystic Veil, und er hat auch noch mal so einen Anime-Style gemacht. Da geht es genauso darum, dass man halt Karten direkt reinsleeven kann und damit seine Karten verbessern kann. Und jetzt öffnen wir dieses fette Ding. Also ihr merkt schon, das ist echt ein dicker Klopper. Und ich habe aber den Eindruck, das Ding lohnt sich, und deswegen möchte ich euch das ja einmal hier vorstellen. Wir öffnen also gemeinsam die Box und schauen mal rein, was es ist, und besprechen einfach mal, weil ich glaube, die meisten haben das gar nicht so richtig auf dem Schirm, was das für ein fetter Klopper sein kann. Aber ich glaube, es könnte richtig, richtig gut sein. So, Folie schmeiße ich weg, das räume ich nachher auf, und dann schauen wir auch schon rein. Das Gesamte ist halt jetzt von dem jemand anderen, also von Mystic Veil, war das halt nicht der Illustrator Ian O'Toole. Es ist ein bisschen was anderes, also ist halt Geschmackssache. Ich finde es trotzdem ganz cool erstmal. Bin aber auch wirklich sehr, sehr gespannt aufs Spiel an sich. So, Solo-Spielanleitung betrifft uns hier nicht. Wir werden es nicht solo spielen, aber für alle, die natürlich jetzt sagen, wow, Solo, cool, habt ihr eine komplette Anleitung noch dazu? Aber dann, oh mein Gott, also das sind schon echt richtig viele Seiten, die das ganze Ding beinhaltet. Und hier sieht man auch so ein bisschen diesen Aufbau. Ob der jetzt spektakulär aussieht oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich glaube, das Card-Crafting-System ist einfach mal so ein richtig krasser Burner bei dem Spiel. Tja, hier hat man schon einige Beispiele. Also da finde ich schon mal, die Regeln sehen sehr, sehr gut aus. Schön strukturiert, nicht zu viel Text, immer mal wieder Abwechslung, auch mit einer Grafik und so weiter, vielleicht auch mit Beispielen. Das kann ich euch nicht sagen, weil ich jetzt genauso reingucke wie ihr. Aber das Ganze hat auch echt einige Seiten. Also wir sind hier bei guten 31 Seiten, und die 31. Seite ist der Index. Also 30 Seiten mit Spielaufbau, das ist schon ziemlich fetter Klopper. So, jetzt schauen wir uns die ganzen Materialien an. Was gleich auffällt, es ist noch ein bisschen dünneres Material, das ploppe ich mit euch mal raus, guckt uns eine Münze an oder so, falls euch das interessiert. Ja, aber guckt mal, ups, jetzt fokussiert er nicht, ah, jetzt macht das. Geht doch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon ziemlich schick, sieht hübsch aus, und ja, wie es halt immer so ist mit diesen Pappsachen, die können schöner sein, aber erstmal von der Optik sieht es auf jeden Fall schon mal richtig gut aus. So, da haben wir eins, zwei, drei Bögen, und da seht ihr auch schon, hier ist mit Sicherheit dieses Feld, dieses Wasserfeld oder so, wo das Schiff drin ist. Ja, und hier habt ihr dann auch ein komplettes Pappschiff, was ihr zusammenbauen könnt. Wenn ihr Bock habt, nehmt ein eigenes Segelschiff, baut ein Lego-Boot und setzt es rein, aber ich werde mit Sicherheit die Pappe verwenden. Wie gut man es dann wieder auseinandernehmen kann, sei mal dahingestellt, weil das ist natürlich ein großes Problem bei solchen Sachen. Wie kriege ich es in die Packung wieder rein? Vielleicht muss man es auch einzeln machen, wie bei diesem Baum von Etherfields, nee, nicht Etherfields, falsches Ding, Everdale, genau, aber das werden wir dann sehen. Was hier gleich auffällt bei der Pappe, die ist halt doppeltlagig, das ist natürlich cool, ja, da sieht man halt, hat man gleich einen Schlitz hier,
Und da kann man vielleicht irgendwelche Sachen reinmachen oder so. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Das macht Spaß. Und hier hat man auch, ja, irgendwelche Inseln oder so. Ich weiß es jetzt auch nicht so richtig. Wie gesagt, das Gesamte war schon ewig alt. Aber das ist schon ein schönes, schönes Board, muss man sagen. Schöne Grafiken und wahrscheinlich kommen die dann da rauf und dann kann man mal sehen, was man da so macht. Ey, total cool. Ich bin mega geflasht, was das betrifft. Denn hier auch, da kann man die noch ausstanzen hier. Die einzelnen Sachen, das können wir mal hier zusammen machen. Und dann hat man sogar, ja, für irgendwie Würfel, Tokens oder sonstige Sachen dann gleich ein paar Sachen. Es gibt in Rosa, Gelb, Blau und Grün die Schiffe. Oh mein Gott, und jetzt seht ihr schon, es lüftet sich langsam. Ja, hier haben wir noch weitere Inseln, die ich, wie gesagt, keine Ahnung, was die machen. Und hier irgendwie, wow, eine ganze Menge Stuff und eine ganze Menge Pappen auf jeden Fall. Das ist echt richtig schön. Ich hoffe, das glänzt jetzt nicht die ganze Zeit. Ich gucke mal in die Kamera. Ja, aha, das ist ein Vulkan, würde ich sagen. Ja, Vulkan, cool. So. Ja, und dann geht's auch schon los. Also, was gleich auffällt, was ist das hier Schönes? Ich habe keine Ahnung. Wow, das ist richtig cool. Da steht jetzt nun nichts drauf, dass man es nicht öffnen kann. Also öffne ich das. Und dann sieht man auch schon die gesamten Karten, habe ich den Eindruck. Ja, hier sieht man auch schon. Aha, die sind irgendwie beidseitig. Stufe 1, Stufe 2, der Kapitän. Dann hat man hier noch, ja, irgendwelche schönen, coolen Sachen, die dann halt da in irgendwelche Kartensleeves reinkommen. Ah, und hier hat man die komplette Phasenaufteilung. Aufräumphase, Karte aufstufen, Karte ausspielen, Segel setzen. Und wichtige Symboliken. Auch immer sehr, sehr cool. Das kommt in diesem komplett schicken, ja, Teil hier daher. Das finde ich natürlich richtig schön. Wenn wir das wieder zusammenkriegen. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Schön auf jeden Fall. Tolles Material. Es fühlt sich echt super an, hochwertig. Auch wenn hier jetzt eine kleine Kante drin ist. Ja, das passiert. Aber sonst finde ich das schon mal sehr cool. Des Weiteren haben wir dann hier irgendwelche leeren Packungen. Ja. Da kommen wahrscheinlich dann irgendwelche Sachen, Tokens oder sonst was rein. Haben wir noch eins? Haben wir noch eins? So, drei leere Packungen. Und auch cool, ne? Oh, sieht das nicht cool aus? Wie so eine kleine Schatztruhe. Und vor allem echt schön gemacht. Also wirklich hier drin verstärkt, dass sie nicht kaputt gehen, dass sie auch wirklich rein. Also. Das finde ich schon wieder sehr, sehr lohnenswert. Davon haben wir zwei Kisten. Und hier auch leere Packungen, die irgendwas wahrscheinlich damit zu tun haben. Wir werden mal eine aufmachen, um uns das Material anzuschauen. Hier auch wieder. Wow, wie cool. Also muss ich sagen, ja, hier sieht man schon. Ja, schick oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber so finde ich es erstmal richtig cool. Mal gucken, was man damit überhaupt alles machen muss oder machen kann. Und hier sind dann auch schon die Kapitäne oder so. Kapitänen. Keine Ahnung. Das werden wir uns dann alles in Ruhe anschauen. Und hier haben wir nochmal leere Kisten. So, was ist das denn hier? Ha. Guckt mal, da haben wir auch noch was. Tja, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4. Ich habe keinen blassen Schimmer. Und hier haben wir noch irgendeine Kiste, die wir auch irgendwie aufmachen können. Ah, guckt mal. Und da kommt irgendwie das Schiff ran. Ich habe keine Ahnung, aber hier, ja, da ist noch was drin. Ja, wie cool ist das denn? Und da sieht man auch, das Material ist echt richtig cool. Da schauen wir gleich mal zusammen rein. Hier haben wir nämlich wirklich. So, mal gucken, aus welchem Material die sind. Das ist Plastik auf jeden Fall. Das sind so eine Art Rumfässer in verschiedenen Farben. Zwei Brauntöne. Dann haben wir hier noch Kanonen. Ja, cool. Aber nicht nur. Wir haben auch irgendwelche Verteidigungsanlagen. Und sogar noch Häuser. Das ist aus Holz. Ja. Dann haben wir hier auch noch Lämpchen.
Aha. Sehen auch richtig schön aus, also toll bedruckt, nichts aufgeklebt. Die sind so und das auch aus Holz. Dann haben wir natürlich hier, das brauche ich jetzt glaube ich nicht ausholen, aber einen ganzen Sack voller Waren oder keine Ahnung was an Markern. Wir haben hier, ha, das ist natürlich das Coole, das kann ich euch gleich mal aufmachen, weil das finde ich natürlich total super. Wir haben gleich komplett, ja, die Kartenhüllen sozusagen. Ja, die sind hier vorgefertigt auf der Rückseite. Man muss die nicht neu also dazu kaufen. Die waren alle komplett dabei. Da habe ich überhaupt nichts mit dazu gegeben. Das fand ich natürlich super, dass die gleich so mit bei sind mit Druck. Und zum Schluss haben wir hier auch noch Segelschiffe, die wir uns anschauen werden. Ja, also ganz normale, standardmäßige Schiffe. Aber nichtsdestotrotz sehen die echt schön aus. Die haben die entsprechenden Farben. Wenn man Lust hat, kann man die noch anpinseln. Sind aber auch nur 4 Modelle. Und das war das gesamte Teil. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir das so anschaue, da ist schon eine Menge cooles Material bei. Und das sieht halt auch wirklich toll aus. Und ich möchte auf jeden Fall euch nochmal sagen, für wen das so ist. Denn hier steht schon alleine ab 14 Jahren, das können wir immer vergessen. Aber 1 bis 4 Personen ist das gesamte Ding. Und das gesamte Teil dauert die 120 Minuten Spielzeit. Also nichts für einen schnellen Abend mal zwischendurch, denn hier steht auch schon drauf, also zumindest auf der Erweiterung, die wir uns gleich nochmal anschauen. Aber was jetzt erstmal hier drauf steht, schauen wir uns mal auf der Rückseite an. Denn in Dead Reckoning übernimmst du das Kommando über dein eigenes Schiff und erlebst Abenteuer auf hoher See. Erkunde in diesem Abenteuer und Entdeckungsstrategiespiel, Inseln, bestreite Kämpfe und verbessere dein Schiff und deine Crew. Wer am Ende den größten Schatz angehäuft hat, gewinnt. Ja, das ist total cool, ja. Also hier steht's auch: Verbessere deine Besatzung, segle über die Weltmeere und entdecke neue Inseln und Schätze. So, da ist auf jeden Fall eine Menge drin. Ich guck noch mal jetzt schnell nach der Erweiterung. Die kam auch gleich mit dieser Box komplett. Da schauen wir mal rein, weil das fand ich halt einfach mal interessant, weil wir hier natürlich auch Spielanleitung natürlich haben und auf einmal, wow, Legende der Tiefe? Keine Ahnung, ist ein Abenteuerbuch. Dann haben wir sogar noch mal irgendwie ein Logbuch, wo man was einzeichnet, was wir vorher nicht hatten. Wir haben wieder irgendwelche Schiffe, Handelsschiffe, keine Ahnung. Dann haben wir auf einmal hier was, was steht hier? Seht euch diese Karten nicht an, bevor ihr dazu aufgefordert werdet. Das sind geheime Karten bei der Erweiterung. Dann haben wir hier irgendwelche coolen Pappmarker, die man irgendwo hinpackt, keine Ahnung. Und nochmal, Legende der Tiefe, Umschlag 1.1. Nicht öffnen, bevor ihr dazu aufgefordert werdet. Und dann auch noch einen schicken Würfel. Falls jetzt die Kamera mal fokussiert. Ach, da ist er. Ja. Warum und weshalb der jetzt dabei ist und nicht im Grundspiel, kann ich euch leider nicht sagen. Aber hier haben wir sogar noch eine Insel. Ja, das alles nun in der Erweiterung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich packe hier die paar Sachen nochmal schnell ein. Soll ja immer nur ein kleiner Einblick sein, wie sich das gesamte Spiel spielt oder ob es jetzt gut ist oder schlecht, kann ich euch jetzt überhaupt gar nicht sagen. Es ist ein kleiner Einblick davon und was uns einfach erreicht und was ich immer mit euch zusammen auspacken will, weil ich dann einfach mir denke, vielleicht habt ihr auch da Interesse, weil ich bin jetzt einfach mal richtig, richtig krass gespannt, wie das Ding hier abgeht. Und wirklich 2 Stunden Spielzeit. Ich glaube, beim ersten Mal dauert es dann 3 bis 4 Stunden. Und ich hoffe, dass es wirklich so ein Effekt ist von, ich will das nächste Szenario spielen oder sonst was, weil ich nämlich weiterkommen will, Inseln erforschen will. Oder ist es vielleicht doch einfach nur so ein einzelnes Teil und mit der Erweiterung wird es dann erst zu einer kleinen Kampagne. Ich habe ehrlich gesagt nicht den blassesten Schimmer und bin schon sehr, sehr gespannt, wie sich das gesamte Ding hier so entwickelt und ob wir das halt als richtig cool finden oder wo wir sagen, ey Leute, ha, ziemlich viele Kohle, die man da rausschmeißt für, ja, weiß ich nicht.
Aber ich hoffe, dass der John DeClair hier wieder ein richtig cooles Ding abgeliefert hat, denn wir sind, muss man dazu sagen, Mystic Veil Fans, auch wenn es einige vielleicht nicht sind. So, ich werde die Packung wieder einpacken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr, ein Daumen hoch wäre cool. Schreibt was in die Kommentare. Falls ihr es selber habt und schon gespielt habt, dann schreibt es auch unten in die Kommentare, ob euch das gefallen hat. Oder wenn ihr sagt, Mensch, darauf habe ich Bock, das kommt mal auf die Wunschliste, na dann unten rein. Beim nächsten Mal habe ich mir schon überlegt, da wir jetzt natürlich hier so richtig viele Spiele bekommen haben, die auch was damit zu tun haben, ja, mit Schiffen, mit Piraten und so weiter, wird es dazu auch nochmal ein Themenvideo geben. Also seid gespannt auf nächsten Sonntag, denn wir sind im Urlaub, aber für euch gibt es trotzdem noch ein Video. So, bis dahin, macht's gut, passt auf euch auf, euer Tigurion.